Frontex, die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache mit Sitz in Warschau, wurde 2005 gegründet. Zu ihren Aufgaben zählen die Erstellung von Risikoanalysen, die Unterstützung bei der Ausbildung nationaler Grenzschutzbeamter, die Rückführung von illegalen Migranten und die Koordination der operativen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenzen. Joint Operations sind zeitlich begrenzte Grenzschutzmaßnahmen durch Grenzpolizisten aus mehreren Ländern der Europäischen Union. Auch Österreich entsendet jährlich Polizistinnen und Polizisten an die Außengrenze. Sie wird gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten aus vielen EU-Mitgliedstaaten, fast allen EU-Mitgliedstaaten, zusammenarbeiten. Darüber hinaus auch Polizisten aus Drittstaaten, die sich am konkreten Einsatz Triton beteiligen, als auch von verschiedensten Organisationen, EU-Organisationen und NGOs. Die Einsatzgebiete von Frontex liegen an den aktuellen Hauptmigrationsrouten, wie zum Beispiel an der zentralen Mittelmeerroute Joint Operation Triton, an der östlichen Mittelmeerroute Poseidon und an der Westbalkanroute Flexible Operational Activities Western Balkan. Der Hauptgrund ist einfach für mich, dass ich nicht auf die Medien angewiesen bin, sondern mir einfach selbst das tatsächliche Bild machen kann, wie es vor Ort zugeht und wie stark Italien von dem betroffen ist. Ziel der Agentur ist es, ein hohes und einheitliches Grenzüberwachungs- und Personenkontrollniveau an den EU-Außengrenzen zu erreichen. Das Schiff kommt an, dann geht der Doktor an Bord, macht einen Medical Check mit den Personen, die sich an Bord befinden. Und wenn der durchgeführt worden ist, dann kommen die runter. Sie kriegen eine individuelle Nummer, werden fotografiert und werden dann zum Hotspot verbracht. Dort wird ein Formblatt ausgefüllt, sprich Nachname, Vorname, Geburtsdatum und Nationalität. Dann können sie sich duschen gehen, kriegen ein neues Gewandel, werden auch nochmal medizinisch versorgt, sollte es notwendig sein. Und dann werden sie von uns registriert. Sprich, die Größe wird abgemessen und die Fingerabdrücke werden abgenommen. Internationale Erfahrungen und der Austausch von Expertise innerhalb der Polizei sind nur zwei der vielen Gründe, die für einen Auslandseinsatz von derzeit 219 österreichischen Polizistinnen und Polizisten sprechen. Man kann behaupten, dass wir einen sehr hohen Stellenwert haben. Man schätzt und achtet unsere Arbeit. Wir sind im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten sehr, sehr aktiv, was Frontex betrifft, in allen Bereichen, nicht nur operativ, in der Form von Entsendung von Personal wie die NINA oder Technik, sondern auch im Bereich der Ausbildung, wo wir immer wieder Fachexperten zur Verfügung stellen, die dann als Trainer und Ausbildner fungieren für den Bereich der Hubschrauberpiloten, für Diensthundeführer, für das Erkennen von gefälschten Dokumenten, Einvernahmeexperten und so weiter und so fort. Also wir haben sehr viele hochtalentierte und gebildete Experten, die dann immer wieder als Multiplikatoren fungieren. Strebst auch du eine Karriere an mit unzähligen Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen, dein Wissen international zu beweisen? Dann komm ins Team. Bewirb dich jetzt bei der Polizei.